Triple D-Session übrigens auch, die Quattro D-Session, Dink, Doro, Dominik, Daniel, lauter Ds. Dominik, du bist aus Nürnberg zu uns angereist, und zwar mit dem Zug, glaube ich, aber beruflich, beruflich fliegst du durch die Lande und rettest Menschenleben und manchmal bist du auch in End-of-Life-Situationen wahrscheinlich. Dominik Fischer, Notfallsanitäter bei der DRF und auch auf der Straße. Und du wirst uns ein bisschen über Situationen am Limit des Machbaren, glaube ich, erzählen. Ja, definitiv. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind ein kleines Frankentrio, das freut mich ja sehr. Wir hätten uns ein kleines Frankenbierchen hier aufmachen können, das wäre passend gewesen. Ja, der Titel Am Limit des Machbaren hat mich ein bisschen vor Herausforderungen gestellt, weil Am Limit des Machbaren ist natürlich ein breites Feld in der Notfallmedizin. Wir haben sicher Situationen, die einem da sofort ins Auge stechen, wie zum Beispiel MANF-Situationen oder ganz aktuell Situationen in bedrohlichen Einsatzlagen, irgendwelche taktischen Lagen, die haben wir alle aktuell leider auf dem Schirm. Das sind sicherlich Situationen, die sich im Bereich Limit am Machbaren befinden. Aber es sind, glaube ich, auch ganz häufig Situationen im Alltag, die uns daran führen können. Situationen zum Beispiel im psychosozialer Notfall in der Nachtschicht, wo wir einfach die Möglichkeiten nicht haben, da entsprechend Hilfsangebote an den Patienten zu bringen. Das kann uns ans Limit führen. Vielleicht auch eine Narkoseeinleitung, wo wir plötzlich in einem Team zusammen vor Ort sind, wo wir einfach die Kompetenz und vielleicht auch das Material gar nicht haben, einen unerkannt schwierigen Atemweg zu managen. Also die Spannbreite ist irrsinnig groß und von daher spannend. Oder die Notfallblutdruckeinstellung für Internisten. Ja, genau. Altenheim symptomfrei, aber wir sind trotzdem mit Blaulicht oder Hubschrauber vor Ort. Ja. Direkt, ja. Dann muss man schon mal das Ravipril erhöhen. Okay. Dominik, steigen wir gleich ein. Wir haben dich jetzt schon so als Hubschraubermensch angekündigt und wir haben im Vorfeld natürlich uns so ein bisschen unterhalten, was sind so Situationen, da gibt es natürlich jetzt den spektakulären Verkehrsunfall oder irgend sowas, aber wir haben doch gesagt, wir gehen jetzt mal auf ein sehr spezielles technisches Gebiet, um mal auszuloten, wie funktioniert denn das wirklich? Und zwar ist das die Windenrettung, das ist ja nochmal was, das ist ja quasi Luftrettung plus, oder? Ja, so ein kleines Spezialgebiet, auch innerhalb der Luftrettung, aber passt wunderbar zum Thema, weil es eben um Patienten geht, die sich in exponierten Lagen befinden, die wir so nicht im alltäglichen Leben antreffen. Und dann das Ganze vielleicht noch mit dem technischen Aspekt der Windenrettung mit dem Hubschrauber zu kombinieren, ist natürlich eine irrsinnige Herausforderung. Ich glaube, wir haben da auch ein, zwei Beispielbilder am Start. Mhm, ja, Moment, Verzeihung. Ich glaube, du musst dein Mikrofon genau, ein bisschen höher machen. Der Herr von der Technik kommt schon. Ich werde mich um die Bilder kümmern. Wunderbar. Wir kriegen gleich Ärger. Aber ich glaube besser, oder? Siehst du, bei mir sitzt das einfach da auf dem Gerne aus dem Publikum einfach reinschreien, wenn ihr uns nicht hört. Und die vor der Kamera natürlich auch. Die benehmen sich noch alle. Ja. Das muss nicht sein. Probleme sind gelöst, ja. Klingt besser. Ja, also das sind zwei Bilder, die du uns mitgebracht hast. Das sieht ja erstens mal sehr idyllisch aus. Ich war jetzt gerade im Urlaub und wir haben dort, verrückterweise bin ich dort aus dem, Skydiven ist jetzt gar nicht so mein Ding, aber ich dachte, wenn, dann macht man sowas. Bisschen verrückt, wenn man da aus dem Hubschrauber oder Flugzeug rausspringt. Da kriege ich doch Höhenangst. Ja, also hier auf dem rechten Bild, da sehen wir das Ganze eher so im alpinen Umfeld da. So, aber jetzt. Ja, aber jetzt wird es besser, oder? Wunderbar. Hier im rechten Bild sehen wir das Ganze im alpinen Umfeld. Da ist das Ganze eigentlich eher tägliche Praxis, professionell abgearbeitet. Eine Indikation, die da relativ häufig zustande kommt. Wenn man das Ganze dann mal eher so ins Mittelgebirge verlagert oder eben auch eher so ins flache Land, dann kommt sowas doch deutlich seltener vor. Und bietet ganz, ganz viele Herausforderungen, die wir da in der Interaktion, im Team Resource Management anpacken müssen. Ich glaube, man kann sich ganz gut vorstellen, an dem linken Bild, wenn man an so einem Seil arbeitet mit 4,75 mm Dicke in ca. 90 Meter Höhe, da hat man auch relativ wenig Fehlermöglichkeiten bzw. Potenzial, da Fehler zu tolerieren. Da muss die Zusammenarbeit gut klappen, damit das Ganze auch dann vernünftig abgearbeitet werden kann. Das ist ja, also das, über wie man das mit dem Winschen und so weiter macht, da reden wir, glaube ich, nachher, habe ich schon Interesse dran. Aber wenn wir gerade bei dem Bild sind, wie viel siehst du denn da vom Patienten? Was kannst du dann, da kannst du ja nichts machen, oder? Eigentlich hängst du da nur daneben und kann man da was tun? Ja.
Das ist definitiv die Herausforderung für den Windenbegleiter, sprich den Retter, der den Patienten später begleitet, der Höhenretter, der Bergretter oder eben dann in unserem Fall vielleicht auch der Notarzt. Da kommt die technische Komponente dann ganz, ganz eng zusammen mit Aspekten aus der taktischen Medizin. Ich muss gucken, wie kann ich meine notfallmedizinischen Prinzipien denn in der speziellen Situation anpassen, damit ich unter diesen quasi taktischen Bedingungen trotzdem eine gute Patientenversorgung generieren kann. Also definitiv eine große Herausforderung. Also wenn ich da hängen würde oder liegen würde, dann wäre meine mentale Bandbreite ungefähr noch so 0,3%. Wenn das Wetter jetzt gar nicht so toll ist oder wie auch immer, selbst wenn man total routiniert ist, jetzt so ganz entspannt wird man da nicht sein. Was nehme ich jetzt an, oder bist du da gechillt? Definitiv. Also in der Situation im Mittelgebirge oder auch bei uns eher so im flachen Land sind es ja Einsatzindikationen, die auch für uns nicht häufig vorkommen. Das heißt, unser Stresslevel wird definitiv ein Stück weit höher sein. Und man muss sich schon genau fokussieren und gucken, dass man seine mentalen Ressourcen entsprechend frei hält, im Team entsprechend zusammenarbeitet, um das dann vernünftig angehen zu können. Definitiv. Was machst du dann? Da hängst du da unten und der Patient wird irgendwie schlechter. Was sind da so, hast du da Konzepte, wie läuft da die Kommunikation ab, wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr da Funk, Handzeichen, einfach laut brüllen? Ja, ein gutes Beispiel für Antizipieren in der Notfallsituation. Also ich muss dazu sagen, ich hänge ja in der Regel nicht unten an der Winde dran, sondern bediene die Winde. Unten hängt der Bergretter, Höhenretter oder der Notarzt. Und der muss halt sich genau überlegen, wenn ich jetzt so einen Einsatz an einer exponierten Stelle habe, was muss ich denn vor Ort alles tatsächlich an den Patienten bringen, um diese Zeit, bis der Patient technisch gerettet ist, später vernünftig überbrücken zu können. Und dann muss man ein Stück weit auch akzeptieren, dass es praktisch zwischen Boden und Luft immer eine Zeitspanne geben wird, wo man nicht viel für den Patienten tun kann. Also auch die Akzeptanz, dass ich jetzt in der speziellen Situation vielleicht nicht immer die optimalen Bedingungen habe und vielleicht auch eine kurze Zeitspanne akzeptieren muss. Wenn sich der Patient jetzt akut verschlechtert, kann ich erstmal nicht eingreifen. Mir bleibt praktisch nur der Weg nach vorne, die Rettung aus dieser exponierten Lage an eine Stelle, wo ich dann wieder vernünftig arbeiten kann. Gab es da auch mal die Situation, dass man überlegt hat, wie macht man es jetzt? Und dann hat man sich dafür entschieden, als man drauf kommt, das war jetzt eine richtig blöde Idee, jetzt hängt der Patient da, jetzt hätte man den doch einfach, hätte man doch was anders getan. Ja, gerade wenn die Indikation vielleicht so ein bisschen grenzwertig war, wo man gesagt hat, naja, man tut den Rettungskräften was Gutes, man tut dem Patienten was Gutes. Es war vielleicht jetzt nicht wirklich eine harte Indikation, den Patienten da mit der Rettungswinde rauszuretten. Und dann gibt es vielleicht noch irgendwelche Schwierigkeiten zwischendrin. Dann gibt es im Nachgang nochmal ein gutes Debriefing, um das Ganze nochmal zu evaluieren und zu gucken, naja, war denn die Indikationsstellung tatsächlich korrekt oder hätte man das nicht vielleicht irgendwie auch anders, zum Beispiel terrestrisch irgendwie machen können. So, es kommt natürlich schon vor. Das muss entsprechend debrieft werden, wenn man das Gefühl hat, da hat man vielleicht vorschnell ja, eine falsche Entscheidung getroffen. Und zur Not, wenn man sich ja auch unter dem Einsatz befindet und diesen riesen Aufwand betrieben hat, muss man sich vielleicht auch während dem Einsatz überlegen, naja, jetzt müssen wir vielleicht abbrechen, auch solche Situationen gab es schon, es ist einfach zu gefährlich, wir müssen den Einsatz an der Stelle abbrechen, das Ganze vielleicht doch umplanen, terrestrisch durchführen, die Rettung wird länger dauern, aber der Windeneinsatz an sich, auch wenn er primär mal gut gemeint war, der war jetzt vielleicht doch nicht so die geschickte Möglichkeit. Das heißt, in allen speziellen Situationen, und da ist die Windenrettung, denke ich, ein gutes Beispiel, muss man immer den Plan B haben und vor allen Dingen den primären Plan, gerade wenn sich irgendwas verändert, immer wieder in Frage stellen und sagen, okay, jetzt ist der Punkt, jetzt wird die Sache zu unsicher, wir brechen ab, wir wählen einen anderen Weg. Das ist wichtig, dass man da immer die Awareness hat und schaut, passt das jetzt aktuell noch in der Situation oder müssen wir es vielleicht anpassen, auch wenn man vielleicht lange auf den Hubschrauber gewartet hat, auch wenn vielleicht die Vorbereitung schon relativ aufwendig war. Aber wenn sich dann was ergibt, wo man jetzt vielleicht nochmal irgendwie eine andere Entscheidung treffen muss, dann muss man eben auch so hart sein und sagen, okay, wir überdenken das Ganze und gehen lieber den sichereren Weg, weil wir haben halt da nicht viele Möglichkeiten, irgendwas nochmal im Wünschvorgang zu verändern, zu verbessern, sondern das läuft halt dann. Das finde ich, und das ist ja wieder was, was ich als kleiner Straßennotarzt mir ja auch merken kann, das gilt ja nicht nur für die Windeneinsätze. Ne? Also das Gleiche ist ja, wenn man jetzt eine Drehleiterrettung zum Beispiel macht und alle sind, 5 Löschzüge stehen bereit, alle sind hochmotiviert und aus irgendeinem Grund ist es dann doch keine gute Idee oder wir brauchen doch länger oder wir machen es halt doch nicht, weil vielleicht die Patientin verstirbt oder der Patient oder, also dieses Abbrechen, das finde ich häufig super schwierig, wenn ganz viele Leute involviert sind und die noch dazu gar nicht böse, aber die super motiviert sind, das jetzt so zu machen. Ja? Also das ist schwierig. Also je abgefahrener die Rettung irgendwie ist, desto eher kommt man in so eine Zielfixierung rein und denkt sich, naja, das ziehen wir jetzt noch durch irgendwie. Jetzt haben wir den Riesenaufwand betrieben, jetzt bleiben wir da dran. Ja? Aber das ist genau der Punkt, dass man eben dann so flexibel bleibt und sagt, nee, die Situation hat sich geändert, wir planen um.
Und man muss sich natürlich vorab mit dem Winch-Operator gut verständigen, weil der hat doch diesen Absprengknopf, oder? Ja, das sollte man tun. Das ist aber wirklich nur die allerletzte Möglichkeit. Und, um Teamkonflikte zu lösen. Ja, genau, okay. Um Gottes Willen. Gilt es auf alle Fälle zu vermeiden. Jetzt kann man da irgendwas tun? Kann man jemanden unter Reanimation winchen? Ja, definitiv, das geht. Okay. Das ist auch schon mit allen Reanimationshilfen getestet, also selbst einen Patienten unter Lukas-Reanimation oder krass. Mit dem CPR-Gerät von Korpuls wäre das kein Problem. Das würde man natürlich irgendwie versuchen zu vermeiden, wenn es geht, aber wenn es wirklich notwendig ist, geht das, das ist kein Thema, kann man machen. Das heißt, der liegt dann auf dem Spineboard oder auf irgendeiner Schaufeltrage oder so? In dem Fall auf einer Vakuummatratze in einem Bergesack verpackt und das entsprechend an die Reanimationshilfe angepasst, aber das funktioniert. Okay. Aber da muss natürlich der zeitliche Aspekt schon irgendwie passen. Da muss die Windmaschine in der Nähe sein, man muss das entsprechende Personal haben, man muss das schnell vorbereiten, weil sonst wird es ja eine endlose Geschichte und da kommt man sicherlich auch nicht weiter. Ja, okay. Fast eine der letzten Fragen zum Winch-Einsatz. Gibt es jetzt große Unterschiede? Als Österreicher komme ich ja eigentlich aus den Alpen, da sind ja die rechten Binder häufiger, die ganzen deutschen Skifahrer, die dann stürzen und sich das Knie wehtun. Gibt es da große Unterschiede jetzt Berg und Land, außer dass es eine höher ist und ein bisschen mehr Schnee hat? Na gut, im alpinen Bereich ist es schon so, dass die Hubschrauber-Crews in Zusammenarbeit mit der Bergwacht relativ autark arbeiten und da mehr diese taktischen Bedingungen herrschen, also da relativ wenig auch an der Einsatzstelle passiert. Wenn wir jetzt das eher so im Mittelgebirge oder im flachen Land machen, dann ist es schon so, dass wir in der Regel den Patienten gut vorversorgen können und dann halt die Windenrettung stattfindet, um den Patienten aus dieser exponierten Lage rauszubringen. Also das sind schon unterschiedliche Bedingungen, definitiv. Ja. Mhm. Wir haben dann noch, du hast noch ein Bild mitgebracht. Ich schaue nur kurz auf die Uhr, dass wir nicht, der Philipp schreibt auch schon fleißig Fragen mit. Du hast noch ein Bild mitgebracht, wie dieser Windenkorridor ist, weil vielleicht inklusive mir sich die Leute jetzt nicht so toll mit Winden auskennen. Wie gesagt, zumindest ich nicht. Sag uns ganz kurz, was muss man so wissen, wenn ich mir jetzt überlege, da oben im Baum hängt jetzt jemand und vielleicht wäre das doch was für eine coole Windenrettung. Also grundsätzlich die schwierige und zeitraubende Rettung wäre die prinzipielle Indikation und natürlich muss man da die regionalen Strukturen kennen und wissen, wo habe ich denn die nächste Windenmaschine stehen, macht es Sinn, die vielleicht auch über einen längeren Zeitraum anfliegen zu lassen für diese Rettung oder gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, die besser funktionieren, aber wenn ich da die Indikation habe, dann bräuchte man einen Winchkorridor von ca. 3x3 Metern, der sollte nach oben hindernisfrei sein und dann hat man relativ gute Bedingungen, den Patienten da rauszuwinchen, egal ob sitzend oder liegend, man hat da verschiedene Modi. Der häufigste ist sicherlich der liegende Modus im Bergesack verpackt. Es gibt aber auch eine schnelle Variante, da kann man den Patienten in so ein Rettungsdreieck reinsetzen, da kann der sitzend rausgerettet werden, das geht dann relativ schnell und unproblematisch. Da wird man auch ein bisschen weniger Platz brauchen wie diese 3x3 Meter. Das ist praktisch nur so ein grober Anhaltspunkt, um da eine Vorstellung zu haben, wo kann ich denn da mit der Winde arbeiten und wo nicht. Also das heißt, so die Standardlichtung hat eigentlich ziemlich gut Platz, ne? Dafür. Ja, genau. Und wenn ich jetzt aber 5 Meter weiter eine Lichtung hätte, die vielleicht noch ein bisschen größer ist, dann wären wir natürlich froh, wenn wir die größere Lichtung hätten, weil das einfach ein Stück weit mehr Sicherheit schafft. Okay. Philipp, was meinst du? Sollen wir jetzt fragen, falls spezielle Winch-Fragen sind, die jetzt machen? Ich würde ein paar einstreuen. Erstmal, man sieht, dass du Situation am Limit gewohnt bist mit der mit dem Mikrofon. Bist einfach sowas schon gewohnt. Die erste Frage war, wie viele Winden-Hubschrauber gibt es eigentlich in Deutschland? Wie viele Hubschrauber haben dafür die Möglichkeit? Hast du ja eben auch gesagt, kann der anfliegen? Hast du da eine Nummer im Kopf? Weißt du das zufällig? Also für die ganze Bundesrepublik kann ich es nicht sagen. Wir haben in Bayern aktuell in Nürnberg den Christoph 27 stehen. Wir haben in Murnau eine Maschine stehen. Die beiden Maschinen des Innenministeriums sind jetzt mit Winden ausgestattet. In München steht ein Windenhubschrauber, neuerdings auch in Straubing. Und die sind natürlich auch überregional einsetzbar. Also gerade von Bayern aus kann man ja wunderbar nach Baden-Württemberg rüberfliegen und da unterstützen, wenn das zeitlich noch einen Vorteil bringt. Für den nördlichen Bereich kann ich es jetzt leider nicht genau sagen. Über die Grenze des Freistaats hinweg. Krank. Nur mit Reisepass. Die andere Frage war, jetzt ist da die Frage, du hast gesagt, Grenzsituation, Windenrettung, ja oder nein, wer entscheidet das? Ist das der Pilot, ist das der Arzt, macht ihr das im Team, diskutiert ihr miteinander, wie kommt ihr da zu einer Entscheidung? Also es muss natürlich erstmal jemand vor Ort die Indikation stellen, das sind in der Regel die Rettungskräfte vor Ort, das kann letztendlich jeder anfordern, also jedes Rettungsdienstteam, der Notarzt, aber häufig ist es die Bergrettung oder eben die Höhenrettung, die diese spezielle Form der Rettung tatsächlich auf dem Schirm hat und dann die Indikation stellt und uns dann anfordert und die Machbarkeit des Windeneinsatzes, die fällt man tatsächlich dann im Team, man erkundet diesen Windeneinsatzort aus der Luft und schaut, ist dieser Windeneinsatz an der Stelle tatsächlich sicher möglich oder nicht.
Und dann letzte kurze Zwischenfrage, ist okay. Was kann man an der Winde so an Materialien verlasten? Du hast jetzt gesagt, Lukas-Reanimation, was ist an Monitoring da? Und direkt angehangen hat einer der Nerds, da freuen wir uns immer drüber, gefragt, was ist denn mit HoloLens und Apple Watch? Gibt es da irgendwelche modernen Zukunftslösungen, wie man das Ganze online quasi mitliest? Also die ganz modernen Lösungen, die stehen wahrscheinlich noch so ein bisschen aus, aber an der Winde kann man grundsätzlich alles mit dranhängen, was man vernünftig letztendlich mit Bandschlaufen befestigen kann und was die Windenlast letztendlich nicht überschreitet. Das sollte man auch noch so ein bisschen mit dem Kopf haben. An die Winden kann man in der Regel Gewichte dranhängen zwischen 200 und 270 Kilo, je nach Windentyp. Das muss man vorher auch immer erfragen. Mehr geht nicht, also man ist da nach oben hin so ein Stück weit limitiert. Aber ansonsten alles, was man vernünftig mit Bandschlaufen befestigen kann, ist da möglich. Also auch ein Monitoring, auch eine Beatmung wäre prinzipiell möglich, wobei man da eher puristisch bleibt und guckt, dass man mit Minimalmonitoring arbeitet, dass man eher guckt, dass man mit Beatmungsbeutel zum Beispiel beatmet während dem Windenvorgang und guckt, dass man alles andere an Material eher da außen vor lässt, um das möglichst einfach und überschaubar zu halten. Sonst fliegt der Heli irgendwann so schräg. Irgendwann wird es schwierig. Ich sehe an fröhlichen Smileys, alle sind bedient. ja, das Windending, das finde ich super spannend, weil ich da 0,0 Erfahrung habe und ich freue mich ja schon, wenn ich eine Drehleiterrettung habe, weil da die Feuerwehr immer so freundlich motiviert ist. Ich finde das immer ganz faszinierend. Wie viele Hände man dann plötzlich hat. Philipp, hast du nicht mal einen Nachtdienst gehabt mit 3 Drehleiterrettungen hintereinander? Ich habe einen Kollegen, mit dem mache ich immer Drehleiterrettung. Immer. Immer. Erdgeschoss. Läuft. Kann eigentlich hinter uns herfahren. okay, aber ich würde sagen, wir haben uns vorher über einen zweiten Fall nochmal unterhalten, genau. Der ja ganz witzig war in dem Sinn, als ich gerade in der Unfallchirurgie im Klinikum war und dort so abgehangen war, kam so irgendwie, ja, Fehlungsverletzung war, glaube ich, unsere Alarmierung so ein bisschen diffus, wie das immer ist, egal wie gut die Anmeldung ist, im Schockraum kommt zumindest bei uns immer so ein diffuses Restinformationsding an. Vielleicht intubiert wissen wir noch nicht, so, glaube ich, war die Information. Aber wie hat sich das denn bei dir dargestellt? Was waren deine Informationen? Das ist ein ziemlich spektakulärer Fall, muss man sagen. Ja, das war echt ein spannender Fall. Die Meldung war primär Fuß in Maschine. Also wir hatten da eigentlich schon ein ziemlich genaues Bild irgendwie vor Augen, dass es eher um Extremitätentrauma geht, waren entsprechend ausgestattet. Bei dem Einsatz war der Bodenrettungsdienst mit involviert, die Feuerwehr war mit involviert und wir sind nahezu zeitgleich mit der Feuerwehr an der Einsatzstelle eingetroffen. Und das Spannende bei dem Fall war, dass wir tatsächlich eben auf diese Maschineneinklemmung Extremität eingestellt waren und wie wir an die Einsatzstelle rankommen, das war alles sehr eng. Die Maschine war auch schwer zugänglich, muss man sagen. So schaut die Maschine aus. Es war ziemlich eng, das ist so eine Spritzgussmaschine und der Herr, der diese Maschine bedient hat, der ist in die Maschine eingestiegen und die war leider eben nicht stromfrei. Und da kam dann mit irrsinniger Geschwindigkeit ein Bolzen rausgeschossen und es hatte nichts mit dem Fuß zu tun, sondern der Kollege war wach ansprechbar, einmal thorakal gepfählt in dieser Maschine aufgespießt. Und zwar in diesem Fenster da in der Mitte, ne? Ja, da. Ziemlich spektakulär und man muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja diesen Startle and Surprise-Effekt und es war tatsächlich so, der Notarztkollege und ich, wir standen davor und waren tatsächlich gut 10, 15 Sekunden erst einmal wie geplättet, weil wir von einem ganz anderen Bild ausgegangen sind und dann eben diesen gepfählten Patienten auch noch wach ansprechbar in dieser Maschine angetroffen haben. Und dann steht man erstmal da und denkt sich, wow, und fängt an, die Situation für sich erstmal im Kopf zu ordnen. Und hat man richtig gemerkt, obwohl wir beide ein eingespieltes Team waren und sicherlich schon viele Traumapatienten gemeinsam versorgt waren, der Anblick und die Situation, die hat uns da schon kurz in diesen Surprise-Effekt geführt und wir waren da erstmal die ersten Sekunden vollkommen platt. Also wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe ihn ja erst quasi versorgt bekommen. Und bin da in dritter Reihe gestanden, muss man sagen, weil da war eine relativ große Menschenmenge, die sich das ansehen wollte, wie das immer so ist bei interessanten Schockraumankündigungen. Die sind aber auch schnell wieder weg, kommt mir vor. Schnell rein, schnell raus. Ihr kommt dahin, der Mensch sitzt da auf irgendeinem Hocker-Ding und schaut euch an. Ja, man muss dazu sagen, die Dinge zum Unterbau, die waren noch gar nicht vorhanden, sondern der Patient hielt sich praktisch mit eigener Körperspannung, penetrierte mit diesen Eisenteilen, die auch etwas größer waren, wie auf dem Bild dargestellt, in der Maschine. Was noch dazu kam, der Patient war ziemlich adipös.
Und vom Gesamteindruck her musste man sagen, das war gleich von Anfang an, also aufgrund der Verletzung natürlich kritisch, aber der war auch so klassisch blass, schweißig, wie man das aus so einem Fallbeispiel aus einem Traumakurs kennt. Und so hing der da praktisch mit eigener Körperspannung erst einmal in der Maschine drin. Der ganze Unterbau, der kam dann erst noch und musste da erst in die Maschine eingebracht werden. Und aufgrund der Enge war das auch extrem schwierig, überhaupt Material reinzuschaffen. Und der Patient hat uns auch verbal immer wieder mitgeteilt, dass er sich bald nicht mehr halten kann, bald nicht mehr halten kann. Und das wäre natürlich in dem Fall auch echt fatal gewesen, wenn dieser adipöse Patient da die Körperspannung verloren hätte und zurückgerutscht wäre, war allen klar, die da außen rum standen, dann wäre das natürlich super, super kritisch geworden. War die Situation an sich schon kritisch, aber auch so der Gedanke, dass der jetzt vielleicht irgendwie tatsächlich da aufgrund fehlender Körperspannung zurücksinkt, das war so eine Gefahr, die wir da im Kopf hatten. Und das hat einen auch ziemlich belastet, weil man relativ wenig Möglichkeiten hatte, in der Maschine jetzt noch irgendwie großartig was für den Patienten zu tun diesbezüglich, außer diesen Unterbau, den man da improvisiert hat. Das heißt, ich stelle mir das so vor, ihr kommt dahin, seid erstmal ziemlich geflasht, dass das ganz anders ist, als es aussieht. Ja. Es ist nicht wie der Fuß in der Maschine, sondern der ganze Mensch oder die Maschinen, wie auch immer. Es ist ein Mensch-Maschine-Ding und da steckt so ein riesen Eisenrohr in den Patienten, kommt hinten wieder raus und der Patient schreit und sagt, aua, und ich kann mich nicht mehr halten. Genau, korrekt. Und eigentlich kann man nicht sonderlich viel machen, außer dem einen Hocker drunter bauen. Genau, also allein aufgrund der Enge, und es war auch links und rechts für den Zugang für die technische Rettung, auch für die Rettungsdienstkollegen, relativ schwierig, überhaupt noch großartig an den Patienten ranzukommen. Echt eine große Herausforderung. Und vor allen Dingen auch die Teamabsprache über die Maschine hinweg war extrem schwierig. Man hatte da praktisch einzelne Einsatzabschnitte. Den Einsatzabschnitt technische Rettung, der war dann eher so, jetzt hier auf das Bild geguckt, auf der linken Seite vom Patienten. Und die medizinische dann eher auf der rechten. Also allein schon die Teamabsprachen waren schwierig. Also vom Ganzen, von der Auffindesituation her sicherlich ein Sonderfall, der uns da ans Limit des Machbaren gebracht hat. Vom Patientenzustand her und vom Verletzungsmuster natürlich. Und vor allen Dingen penetrierendes Trauma. Jeder hat ja im Kopf, ich muss mit dem Patienten schnell die Einsatzstelle verlassen und irgendwie zum Problemlöser kommen. Und aufgrund dieser technischen Schwierigkeit und der Situation der Einklemmung hier war klar, also mal mit schnell penetrierend ins Krankenhaus wird es hier sicherlich nichts werden. Weil das wird potenziell blutet der gerade aus nach innen, ne? Wo wir nichts komprimieren können. Genau. Und das ist ja unangenehm letztlich. Okay, jetzt nehme ich an, da wird die Feuerwehr wird hochmotiviert verschiedene Rettungsmöglichkeiten bedenken. Magst du kurz zusammenfassen, müssen wir jetzt da nicht ins Detail gehen. Ich denke, ihr werdet Zugang Analgesie machen auf der einen Seite, den irgendwie unterbauen und die Feuerwehr überlegt da jetzt was. Was waren da die Probleme oder was waren da so Herausforderungen? Ja, wir hatten dazu noch ein Problem, das klingt ein bisschen konstruiert, war aber tatsächlich so, es war noch ein Arbeiter mit vor Ort, der anscheinend, das hat sich im Nachhinein auch so herausgestellt, die Maschine primär bedient hatte, wie der Kollege da drin war. Und der hatte halt mitbekommen, wir haben Schwierigkeiten, den da rauszubekommen. Und der hatte dann für sich selber so den Plan gefasst, er startet die Maschine wieder und fährt diese Bolzen zurück. Und diese Idee ist praktisch nur zufällig aufgeschnappt worden und unterbunden worden. Also das wäre fast richtig klassisch schiefgegangen. Das konnte man gerade so unterbinden und dann ging es natürlich an die technische Rettung und aufgrund der Einsatzstellenorganisation war das natürlich schwierig, da diese Kommunikation eben sicherzustellen. Da hat uns eigentlich nur eins geholfen, dass wir zwischendrin immer wieder Team-Timeouts gemacht haben, dass wir kurz die Hand gehoben haben, uns kurz wieder abgesprochen haben und dann weitergearbeitet haben, weil so unter dem Versorgungsprozess war so eine direkte Absprache eigentlich kaum möglich. Okay. Und was hat die Feuerwehr dann gemacht? Ja, die Feuerwehr hat sich witzigerweise auch kurz vorher mentale Modelle geschaffen gehabt in der Fortbildung. Die haben sich tatsächlich überlegt, also zum einen, wie kann ich das vernünftig durchtrennen, ohne dass das auch heiß wird im Verlauf für den Patienten. Und vor allen Dingen, da hätte jetzt von uns wahrscheinlich in der Situation so schnell keiner dran gedacht, dass ich dieses Eisenstück auch so weit kürze, dass ich später in der Klinik damit durchs CT durchkomme. Das ist ja auch nett. So ein Punkt, das hatten die vorher tatsächlich in der Fortbildung besprochen und der Einheitsführer von der Feuerwehr hat es dann da auch mit eingebracht und dementsprechend sind die da vorgegangen. Aber was natürlich auch schwierig war, war irgendwie diese Eisenteile da vernünftig zu fixieren. Jeder möchte dann gucken, keine weitere Bewegung ranbringen, gucken, dass man das vernünftig irgendwie fixiert. Aber das ging letztendlich nur händisch. Also es haben jeweils Feuerwehrler diese Eisenteile gehalten und die fixiert. Die Feuerwehr hat das gleichzeitig durchtrennt.
Die Eisenteile sind natürlich trotzdem ein Stück weit warm geworden, das ließ sich nicht verhindern, trotz Kühlung mit Eispacks und allem drum und dran. Das war natürlich irgendwie nur so eher fürs Gefühl und weniger dann tatsächlich eine vernünftige Wirkung. Und dann sind die durchtrennt worden und dann hat man den Patienten vorsichtig über eine Schaufeltrage unter manueller Fixierung dann aus der Maschine rausgerettet. Was natürlich dazu kam, Rückenlage war definitiv nicht möglich. Die ganze Versorgung, noch die ganze weitere Versorgung, konnte nur in Seitenlage stattfinden. Das heißt, auch unsere Maßnahmen, die wir für den RTW geplant hatten und für den Transport und auch die Gefährdungseskalation, wenn jetzt da irgendwie noch ein A-, B- oder C-Problem aufgetreten wäre, das hätte alles in Seitenlage stattfinden müssen und das hatten wir im Vorfeld dann schon so im RTW vorbereitet. Man muss sagen, der Patient hat ja mega viel Glück gehabt. Ne? Extrem viel Glück gehabt. Also als der reinkam, war quasi die penetrierende Wunde da vorne und hinten zum gefühlt mittleren Schulterblatt die Austrittswunde. Also da sind ja relativ viele vitale Organe im Weg. Und tatsächlich hat der weder die Lunge verletzt, noch das Herz verletzt, noch Gefäße verletzt. Er hat dann ein Taubheitsgefühl im linken Arm gehabt, wo gedacht war, dass der Plexus verletzt war. Aber auch da hat er Glück gehabt, weil es war hauptsächlich vermutlich durch die fast einstündige Lagerung auf der linken Seite beim Transport im CT, im Schockraum, bis er dann im OP war. Der war immer links gelagert, ist dann auch linksseitig gelagert, videolaryngoskopisch oder fieberoptisch, ich glaube videolaryngoskopisch komplikationslos intubiert worden, aber da war natürlich auch kein kleines Anästhesie-Team vor Ort. Also Glück gehabt für den Patienten. Aber sag mal, das war jetzt so eine komplexe Situation. Du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen. Was waren denn Fehler, die ihr gemacht habt? Habt ihr dort Fehler gemacht? Ich hätte ganz viele Fehler. Ja, definitiv. Also wir hätten gleich auch am Anfang noch vermehrt Team-Timeouts mit einbauen sollen. Da hat sich am Anfang doch durchaus eine Dynamik entwickelt, die man dann erst im Verlauf mal unterbrochen hat, wie man gemerkt hat, oh, jetzt geht es immer wirklich in die verkehrte Richtung. Mhm. Das hätte man durchaus früher machen können, um sich dann noch besser abzustimmen und da den Ablauf besser zu planen, definitiv. Ja, was hätten wir noch besser machen können? Allein schon die Absprache mit der Feuerwehr, wie die technische Rettung ablaufen soll, die hätte man auch durchaus früher noch mit dem Einheitsführer besprechen sollen. Die haben uns relativ lange Zeit gegeben für die medizinische Versorgung in der Maschine, aber so die Fragestellung, in welchem Modus und wie schnell der Patient jetzt da raus muss, die wurde dann erst praktisch angefragt, wie Sie gemerkt haben, wir hatten jetzt da medizinisch schon mal so grundsätzlich unsere Maßnahmen am Start, aber da hätte man wahrscheinlich, wenn man jetzt mal so retrospektiv sich das anguckt, durchaus auch noch mal etliches an Zeit einsparen können, wenn man sich da ein bisschen besser abgesprochen hätte. Mhm. Philipp, wie schaut es mit den Fragen aus? Die Fragen sind aktuell, vor allem sind die Leute, sieht man das wohl nicht so richtig schön von zu Hause, tut mir leid, technisch kriegen wir das nicht besser hin, ich habe jetzt schon viel Gemeckere bekommen. Von den Fragen vor allen Dingen gibt es einige Bewunderer, die Komplexität des Einsatzes auch so sehen, der Martin hat es ja auch gesagt. Mein Respekt hast du dafür auch. Aber eine Frage, die jetzt gerade in dieser Sekunde auch reingepoppt ist, habt ihr eigentlich später eine Nachbesprechung nochmal gemacht? War ja super komplex, hat wahrscheinlich noch keiner erlebt. Gab es irgendwie auch mit der Feuerwehr zusammen nochmal irgendwie eine Nachbesprechung? Wie habt ihr das gemacht? Also im kleinen Team bei uns auf der Station zwischen Notarzt und mir definitiv, man muss tatsächlich sagen, das ist ein Kritikpunkt an dem Fall, man hätte wahrscheinlich bei diesem speziellen Fall tatsächlich auch in der Großgruppe ein Debriefing machen sollen. Das muss man im Nachhinein sagen. Die Feuerwehr hat das für sich gemacht, wir haben das für uns gemacht und das Ganze wurde auch nochmal bei einer Fallvorstellung im abgebenden Krankenhaus vorgestellt, aber so ein richtig großes Debriefing hat tatsächlich nicht stattgefunden. Und das muss man tatsächlich festhalten, in so einer speziellen Situation wäre das natürlich auch eine ganz, ganz tolle Sache gewesen, weil sowas definitiv für alle, die auch viel Trauma versorgen, nicht häufig vorkommt und da definitiv Punkte dabei waren, die man hätte anpacken können. Okay, spannend ist ja auch immer, es gibt meistens Nachbesprechungen, die Frage ist nur, ob man selbst als Notarzt oder Versorger mit dabei ist, ob sich andere über den Fall unterhalten. Genau. Okay. Zum Beispiel hier, in kleiner Runde. Ja. Genau. Kurzer Blick ins Plenum, wir wollen nämlich hier die anwesenden Leute nicht ausschließen, ich gucke immer so gebannt auf den... Hier hinten ist noch eine Frage und noch gleich noch, wer noch selber einen komplexen Fall hat oder irgendein Beispiel dazu, sehr, sehr gern. Aber bitte sehr. Klar.
Magst du das nochmal wiederholen? Es ging um die Frage, ob die Team-Timeouts nur für die medizinische Crew durchgeführt wurden oder ob die Feuerwehr damit einbezogen wurde. Und ja, am Anfang erstmal nur zwischen dem medizinischen Team und erst im Verlauf auch mit der Feuerwehr. Und das war genau der Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Den würde man in Zukunft sicherlich besser machen, dass man frühzeitiger da die Feuerwehr mit einbezieht. Aber im Verlauf des Einsatzes definitiv, da ging es immer darum, kurze Stoppsituationen, die Situation einfrieren, gemeinsam absprechen und dann Schritt für Schritt weiterverfahren. Also in dem Fall war der Einsatzleiter... Ich noch mal kurz die Frage wiederholen. Genau, die Frage war, das Team-Timeout mit der Feuerwehr, mit der kompletten Crew oder nur mit dem Einheitsführer der Feuerwehr. Und in dem Fall war es so, da war der Einheitsführer direkt mit dabei gestanden und es waren aber halt auch die direkten Retter vor Ort, also sprich der Angriffstrupp auch mit involviert. Das waren ja die, die da direkt mit unserem Patienten tätig waren, die wurden ja praktisch in das Team-Timeout auf alle Fälle mit einbezogen. Kaum poppen die Fragen auf, dann ist wie so ein Wasserhahn geöffnet. Die nächste Frage, spannende Frage, wie lange habt ihr gebraucht ab Alarmierung, also ab Unfall, bis ihr im Schockraum wart? Ist ja gar nicht so trivial, da in den Schockraum erstmal zu kommen. Ja, also das Ganze hat insgesamt knapp über eine Stunde gebraucht. Was uns da natürlich irrsinnig zugute kam, war, dass sich die Einsatzstelle nicht weit weg vom überregionalen Traumazentrum befunden hat. Das war ein großer Vorteil. Wir hatten eine relativ lange Rettungsphase. Ich denke, das kann man sich vorstellen anhand des Fallbeispiels und auch des Bildes hier. Die Transportzeit war dann aber relativ kurz, Gott sei Dank. Die hat sich so bei 10 bis 15 Minuten hat die gelegen. Also da hat man einfach Glück, dass sich die Einsatzstelle relativ nah am Problemlöser dann auch befunden hat. Mhm. Okay, damit wären so die Fragen erstmal behoben vom Internet. Krasser Fall, kann ich dazu nur sagen. Ich habe ihn heute zum ersten Mal gehört, aber spannend. Da hätte ich am Einsatzort viel Zittern gehabt. Ich glaube, das war es jetzt mal soweit von der Zeit her, oder? Wir sind gut in der Zeit. Und während der Dominik dann im tosenden Applaus bitte einen doppelten Applaus bekommt, auch wegen der technischen Schwierigkeiten. Kein Problem.